Was ist das Gruseligste, was Nintendo je gemacht hat? Ihre Videospielmusik offiziell anzubieten. Nintendo Music ist nun gut eine Woche alt und ich glaube, wir sind seitdem alle mit Emotionen gefüllt. Jedes Mal, wenn irgendwelche Nintendo Soundtracks auf die eine oder andere Weise von YouTube verschwunden sind, gab es dieselbe Antwort darauf von Fans. Wo sonst soll man die Musik denn hören? Es ist nicht so, als gäbe es einfache offizielle Möglichkeiten. Klar, wir haben Super Smash Bros. Ultimate mit seiner eigenen Musikbibliothek, aber da sind nur Smash Bros. Relevante Tracks drin, du brauchst eine Switch, du musst auf der Switch ein spezifisches Spiel laufen lassen, keiner würde so unterwegs Musik hören. Jetzt, ungefähr die Zeit, die Licht bräuchte, um 12 Lichtjahre zu reisen später, haben wir endlich eine maßgeschneiderte App für unseren täglichen Dr. Mario Musikbedarf. Klar könnte man jetzt wieder sagen, warum sind die Tracks nicht einfach auf Spotify, aber dazu kommen wir gleich. Erstmal möchte ich anmerken, was für ein gewiefter Name Nintendo Music eigentlich ist. Klar liegt der Name auf der Hand, aber wie viele Leute geben auf YouTube oder Google einfach Nintendo Music ein und finden dann zufällig den Zugang zu dieser App. Das war mal wieder einer der berüchtigten Shadow Drops von Nintendo. Plötzlich um 23 Uhr unserer Zeit ploppte die Ankündigung auf den amerikanischen Accounts auf. Warum ausgerechnet jetzt? Mein erster Instinkt war, dass es etwas mit Alarmo zu tun haben könnte. Ich bin jetzt nicht so im Alarmo-Business drin, falls ihr nähere Infos habt, klärt mich auf, aber meines Wissens nach koexistieren beide Produkte einfach nur. Es gibt keine großartige Kommunikation, die da stattfindet, aber wie gesagt, ich könnte falsch liegen. Ich habe mir die Music-App am Abend der Veröffentlichung gezogen und ein wenig erkundet. Und hier sind meine ersten Eindrücke, ungefähr die Zeit, die Licht bräuchte, um 8 Lichttage zu reisen, zu spät. Die Anmeldung war denkbar einfach. Ich musste es zwar zweimal probieren, bis es geklappt hat, schiebe das aber auf den sturmartigen Andrang und die Serverschwierigkeiten, die daraus resultieren. Ich habe die Push-Benachrichtigungen angemacht und man wird wirklich nicht überschwemmt. Man bekommt Infos, wenn neue Soundtracks verfügbar sind und dergleichen, und bisher habe ich keine Benachrichtigung als überflüssig empfunden. Und jetzt kommen wir schon zu einem der ersten großen Punkte gegen die Spotify-Integrierung. Man kann sich Spoilerwarnungen für verschiedene Spiele einrichten, was ein geniales Feature ist. Mal abgesehen davon, dass sowas mit einem generalisierten Service wie Spotify gar nicht umsetzbar wäre, hat so eine Funktion einfach nur Vorteile. Ich habe viele sich schon wundern hören, ob eine Musik-App so etwas wirklich braucht, aber ich meine, den Soundtracks sind auch immer passende Bilder unterlegt, die Namen nehmen eventuell spätere Charaktere oder Aktionen mit diesen Charakteren vorweg und man stößt auf solche Tracks möglicherweise auch in den gemischten Playlisten. Zugegebenermaßen habe ich von dem Feature bisher nicht viel Gebrauch gemacht, aber ich würde es auch nicht missen wollen, vor allem sobald die Bibliothek an Titeln wächst. Und schon ist man im Interface der App. Wir haben ein paar präparierte Empfehlungen, laut denen Mario Kart 8 Deluxe und Pokémon Karmesin und Purpur Klassiker sind. Musik geordnet nach Charakteren, darunter auch Cappy für alle, die den Mario Odyssey Soundtrack mal in kastrierter Form erleben wollen. Splatoon 3 hat natürlich einen großen Fokus, Nintendo liebt Splatoon, also hoffe ich, ihr liebt es auch. Und dann geht's an die Extended Playlists, ebenfalls ein Feature, das nur schwer auf anderen Plattformen möglich wäre. Neben der vorgesehenen Länge kann man ausgewählte Soundtracks auf 15, 30 oder 60 Minuten verlängern. Sowas ginge bei anderen Diensten nur, indem man denselben Track in 4 verschiedenen Variationen hochlädt. Das ist ein ziemlich nettes Feature, wobei es sich etwas halbgar eingefügt anfühlt. Bei manchen Tracks, die verlängert werden könnten, steht die Option nicht zur Auswahl. Wenn der Track bereits läuft und man sich mittendrin entscheidet, die Musik zu verlängern, startet der Track von vorne, was einen ganz gern rausreißen kann und sicherlich vermeidbar wäre. Und ich frage mich, warum man keine benutzerdefinierte Länge festlegen kann. Ich meine, in den jeweiligen Spielen läuft die Musik ja auch exakt so lange, wie man im entsprechenden Level ist. Egal, ob das 5 oder 500 Minuten dauert. Oder warum kann man die Musik nicht einfach endlos spielen lassen? Natürlich ist der Nutzen für sowas extrem gering, aber es gibt 10-Stunden-Versionen auf YouTube und auf Seiten wie Smash Custom Music kann man die Tracks ebenfalls problemlos in die buchstäbliche Endlosschleife packen. Aber ich will auch nicht auf Kleinigkeiten rumhacken. Die App hat einen intuitiven Aufbau und von allem, was ich bisher gehört habe, lässt die Qualität der Musik nicht zu wünschen übrig. Auch hier kann man sich auf ein extrem tiefgehendes technisches Level begeben, aber lasst es mich so sagen. Ich bin in der Regel sehr aufmerksam, ob YouTube Reuploads von Nintendo Musik eine hohe Qualität aufweisen. Ich bin ziemlich empfindlich für die typischen MP3-Kompressionsartefakte, die sich da einschleichen können und mir ist bei Nintendo Music bisher nichts dergleichen aufgefallen.
Es klingt nicht immer 1:1 so wie in den Spielen, aber es klingt nie schlechter. Wenn überhaupt, ist der Sound klarer als gewohnt. Und das ist soweit alles Positive, was man zu einer Musik-App eigentlich überhaupt sagen kann. Die Audioqualität ist zufriedenstellend und es gibt nützliche Funktionen. Kommen wir aber zu den Problemen. Ich habe zwar bereits Kritikpunkte geäußert, aber die würde ich beinahe schon in die subjektive Schublade stecken. Eine ganze Handvoll anderer Sachen würde ich aber rein faktisch bemängeln wollen. Die App ist manchmal etwas hakelig. Wenn man sie im Hintergrund anhatte, wieder reingeht und die Musik weiter abspielen möchte, dauert das gern mal eine Weile, bis es wirklich weitergeht. Außerdem ist die Selektion an Tracks gerade zu Beginn echt mäßig gewesen. Ihr seht, in wie vielen Veröffentlichungsjahren entweder nur ein Titel oder gar nichts verfügbar ist. Und die Angst kommt auf, ob man jetzt wieder elendlang warten muss, bis die großen Titel kommen, so wie man es bei Switch Online mittlerweile gewohnt ist. Bisher scheint die Geschwindigkeit ganz in Ordnung zu sein, wobei man auch bedenken muss, dass wir hier von knapp 40 Jahren Geschichte sprechen, im Vergleich zu NSO, wo ohnehin nur Retro-Titel in Frage kommen. Also die Additionen zur Bibliothek fühlen sich schneller an, aber das hätte man bei ungefähr dem 50-fachen potenziellen Content auch erwarten können. Dann gibt es keine Credits für die Komponisten, was mich besonders wurmt, weil sowas für die fiktiven Splatoon 3 Bands konsequent durchgezogen wird. Ich weiß genau, welche Interpreten in der Splatoon-Lore welchen Song performen, aber ich habe keine Ahnung, welche kreativen Köpfe in der Wirklichkeit dahinter stecken. Credits für die einzelnen Songs ist etwas, was alle anderen Dienste auch haben. Klar kann es schwierig sein, sowas bei 30 Jahre alten Spin-Offs noch auseinander zu friemeln, wer für was verantwortlich war, aber es sieht nicht so aus, als würde Nintendo einen ernsthaften Versuch unternehmen, irgendwas nachzuverfolgen. Man kann bei den Tracks bloß die generellsten Urheberrechtsverweise finden, die nur möglich sind. Nun könnte man sagen, dass sowas die Nutzererfahrung doch nur minimal schmälert. Die Musik wird doch nicht besser, nur weil man weiß, wer beteiligt war. Aber es gibt so viele hochgeschätzte Komponisten, die sich durch ihre Musik auch bei Fans einen Namen gemacht haben. Wie cool wäre es, spezifisch Musik von David Wise oder Koji Kondo anhören zu können, wenn diese auch in einer eigenen Playlist sortiert wären. Dann täuschen auch die relativ frequenten inhaltlichen Updates nicht über die schmale Bibliothek an verfügbaren Soundtracks hinweg. Ich war sehr ekstatisch, als die App rauskam und habe sie seitdem praktisch täglich genutzt, aber mittlerweile kenne ich eigentlich jeden Track, der in der Zufallswiedergabe auftaucht oder denke mir, ach, den hatte ich doch letztens erst. Seit dem Launch der App sind bisher Super Mario Bros. Wonder und Donkey Kong Country 2 für SNES hinzugestoßen. Das war's. Das ist der Output in den bisher 9 Tagen, die es die App gibt. Und das sind beides Spiele, die man locker von Anfang an hätte inkludieren sollen. Aber man hält sie sich in der Hinterhand, um den langfristigen Support stärker aussehen zu lassen, als er ist. Ich war die ersten Tage sehr begeistert von der App, aber jetzt, wo ich alles schon gefühlte 100 Mal rauf und runter gehört habe, erwische ich mich häufiger, einfach eine Playlist auf YouTube aufzurufen. Und da ich YouTube Premium habe, kann ich das genauso im Hintergrund abspielen lassen wie Nintendo Music. Apropos Premium, die Nintendo Music App erfordert eine Switch Online-Mitgliedschaft, worüber ich auch schon viel Kritik gehört habe, aber in meinen Augen ist das komplett fair. Die App hat keinerlei Werbung und man bekommt, wenn man nicht schon Kunde ist, auch direkt eine 7-tägige Probephase dazu, die, so zynisch das jetzt klingen mag, derzeit mehr als dicke ausreicht, um die gesamte Bibliothek ausgiebig zu erkunden. Klar kann man es doof finden, dass es keine kostenlose Version dieser App gibt, aber sowas ist ohnehin mehr ein Ding für die Fans, diejenigen, die auch eine Switch haben und ohnehin für den Online Mehrspieler oder die Retro-Spiele zahlen. Also die Menge an Leuten, die unbedingt Nintendo Music nutzen wollen, aber sonst keinen Grund haben, für das Abo zu bezahlen, ist sehr geringschätzig. Vor allem, da es immer noch haufenweise Möglichkeiten gibt, alle Tracks, die derzeit in Nintendo Music zur Verfügung stehen, auch sonst im Internet zu finden. Womit sich die App aber in einem Wort final zusammenfassen lässt, ist Potenzial. Ich war live dabei, als Nintendo Switch Online eingeführt wurde und sich der Nutzen echt in Grenzen hielt. Ich war außerdem live dabei, als das Erweiterungspaket für den 2,5-fachen Preis ins Leben gerufen wurde und ich außer mir war, wie frech das ist, so viel Geld für so wenig neuen Inhalt zu dem Zeitpunkt zu verlangen. Besonders wenn die neuen Inhalte so viele Probleme nachgesagt bekommen haben. Aber beide dieser Abo-Modelle sind heutzutage, nach einigen Jahren des Heranreifens, ihr Geld in meinen Augen ziemlich wert. Die Spielebibliotheken sowie die verfügbaren DLCs heben den Wert der Abos enorm. Nintendo Music hat schon mal den Vorteil, dass es für alle Bestandskunden ein völlig mehrkostenfreier Zusatz ist. Man muss nicht auf das
Erweiterungspaket hochstufen oder eine sonstige Extragebühr zahlen. Und ich denke, auch hier werden wir in ein paar Monaten einen positiveren Blick auf das Angebot haben. Vielleicht dauert es auch 2-3 Jahre, das möchte ich jetzt natürlich nicht hoffen, aber so oder so kommt Zeit, kommen Soundtracks. Nichtsdestotrotz, die Auswahl zum Start ist dennoch ziemlich lachhaft. Nintendogs und das Japan-exklusive Tomodachi Collection sind die einzigen DS-Titel. Die Wii, der GameCube, der Game Boy Advance haben jeweils nur ein Spiel, der 3DS und die Wii U sind komplett abwesend und es gibt teilweise Lücken von 8 Jahren in den angebotenen Spielen? Da muss ich definitiv was tun, genauso wie bei den Switch Online Retro-Bibliotheken anfangs, aber da diese mittlerweile recht üppig gefüllt sind, bin ich bei Nintendo Music mal vorsichtig ähnlich optimistisch. Je länger ich jetzt darüber urteile und schwadroniere, desto mehr spüre ich, dass viele positive Grundgedanken zu der App primär von Hoffnungen getragen werden und der Start bisher echt dürftig war. Ich habe ja selbst gesagt, dass ich mir die Nutzung jetzt schon wieder abgewöhnt habe, aufgrund der repetitiven Auswahl. Aber die App wirkt auf mich nicht so, als würde sie jetzt 2 Jahre unterstützt und dann ad acta gelegt werden. Das bleibt uns hoffentlich noch eine lange Zeit erhalten. Wehe, diese App wird kürzer unterstützt als Mario Kart Tour. Gott sei Dank, ich hatte schon Entzugserscheinungen.